Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Snap-in-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder ein Video mit ganz, ganz vielen Inspirationen. Ihr seht, ich habe hier einen ganzen Korb voller Geburtstagspost. Ich hatte mit dem Oktober jetzt Geburtstag und habe ganz, ganz viel liebevolle Post erhalten von meinem Team, dem Team Papiermagie, von dem Team der Bastelwerkstattbande, in dem ich bin, von lieben Freundinnen und Kundinnen, und ich wollte sie euch unbedingt zeigen, weil sie sind der Wahnsinn. Vielen, vielen, ich kriege meine Hände hier gar nicht mehr rein, lieben Dank für eure Post. Ich habe mich über jede einzelne Karte riesig gefreut, und ihr werdet sehen, es sind wunderschöne Karten, wunderschöne Projekte mit dabei, und ich würde sagen, ich starte gleich einmal. Die erste Karte ist von der lieben Elke, und ich finde die Karte, die ist ein Träumchen, oder? Schaut mal diese Farben an, dieser glitzernde, ich hoffe, das kommt in der Kamera jetzt raus, Schmetterling, den sie hier mit Wink of Stella beglitzert hat. Dann hat sie hier geprägt und ausgestanzt im Hintergrund, hat diese diesen Kreis von den naturverliebten Kreisen hier drauf gesetzt und das Stempelset. Das ist ein ganzes Produktpaket im Jahreskatalog Spotlight on Nature. Und ich mag ja diese Blüten und auch diesen Schmetterling auch so gerne. Und also wunderschön, auch wunderschön koloriert. Sie hat hier den Kartenaufleger mit der Schere noch bearbeitet, dass es wie so ein bisschen franzig aussieht. Und ich nehme an, das müsste entweder Abendblau oder Marineblau. Ich denke sogar eher Marineblau sein. Aber also sowas von schön koloriert, oder? Also ganz, ganz toll. Und sie hat auch hier innen nochmal gestempelt mit den tollen Blättern. Und ich finde also wunderschöne Karte. Vielen lieben Dank, liebe Elke. Soweit die Mädels online vertreten sind, gebe ich euch einfach unten in die Videobeschreibung noch dabei. Dann die nächste Karte ist von der lieben Barbara. Die hat hier ganz herbstlich gewerkelt. Ich habe, es sind eigentlich herbstliche Karten mit dabei. Darum wollte ich euch die unbedingt jetzt im Oktober noch zeigen. Genau. Die Barbara hat hier mit Kränzen hier gearbeitet. Das ist, meine ich, ein älteres Stanzformenset. Aber die alten Schätze, die muss man unbedingt auch nutzen und rausholen. Und sie hat es hier mehrfach übereinander gesetzt. Also es sind zweierlei Kränze. Einmal nur mit so einem so Zweigen und einmal mit Blättern. Die hat sie hier in einem Grünton auch noch drunter gesetzt. Und dann diese Kürbisse, das finde ich auch ganz, ganz interessant. Die hat sich hier doppelt ausgestanzt und doppelt übereinander geklebt, und dann macht es so einen richtigen, also ich weiß nicht, wie gesagt, ob es in der Kamera immer alles so rüberkommt, einen richtigen dreidimensionalen Eindruck, eben diese Kürbisse, auch diese Schleife hier, hat sie doppelt hier übereinander gesetzt mit Dimensionless. Hat hier noch Pünktchen hier außenrum gestempelt und das Ganze vom Hintergrund her noch mit Fingerschwämmchen oder mit einem Blendingpinsel bearbeitet. So, ich habe mal wieder hier was reingelegt zum Abdecken. Wenn man es aufmacht, ist hier innen auch nochmal Designerpapier verarbeitet und hier auch nochmal so eine Ranke aus Zweigen. Und hier unten sind auch nochmal Kürbisse. Und ihr seht hier auch eine Falz, und das ist nämlich hier eine Aufstellkarte. Also ich zeige es euch mal von der Seite, so eine Aufstellkarte, und dann kann man die sich natürlich noch ganz, ganz toll ins Regal stellen. Also ich werde meine Geburtstagskarten auch noch eine Weile genießen und aufstellen. Und so Aufstellkarten sind dann natürlich auch mal ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, liebe Barbara, für diese tolle Karte. Dann die nächste Karte, ich muss immer auch ein bisschen spicken, ist von der lieben Nathalie. Also das sind jetzt alles Karten aus meinem Team Papiermagie. Sie hat mir eine Wasserfallkarte gewerkelt, und zwar eine, die nicht, ich sag mal, im Hochformat zum Aufziehen ist, sondern im Querformat. Und zwar hat so ein DIN-Lang-Format hier, nur für dich steht hier, und dann wird es einmal aufgefächert. Umarmung aus Papier könnt ihr hier lesen. Manches wird mit dem Alter immer besser, du bist schon so gut wie perfekt.
Ja, das ist ein witziger Spruch. Und schau mal, die kann man natürlich, das ist auch so eine Karte der Karma, spielen und hin und her ziehen. Das ist natürlich wunderschön. Und ich decke hier innen auch einmal noch ab hier. Sie hat nämlich innen, das finde ich auch eine ganz tolle Idee, so einen dreigeteilten Einleger in dem Sinne gemacht. Und hat hier diese, mir fällt bloß gerade der Name nicht an, aus dem Stempelset. Da gibt es so eine Blumenwiese, die man nur mit zwei Stempeln im Endeffekt stempeln kann aus dem, ich meine, im Jahreskatalog ist sie drin. Und ihr seht, das ist auch hier einfach auseinandergeschnitten sozusagen. Also der Hügel, der läuft hier weiter von diesem Blütenmeer. Und das hat sie hier zweifach gestempelt. Also einmal in einer Farbe natürlich dieses Gras und diese Zweige. Und mit dem anderen Stempel kann man diese Blüten in die Mitte dann setzen. Und also das macht einfach einen ganz, ganz tollen Effekt, finde ich. Und auch gerade dieses Dreigeteilte hier bei Nadine Langkarte finde ich super schön. Man kann nur zwei Sprüche unterbringen. Hier in der Mitte den Gruß. Und hat hier einfach ja nochmal im Aufklappen nochmal ein extra ja, Bild kann ich, oder kann man ja sagen. Also es ist eigentlich nochmal eine Karte in der Karte. Also weil das einfach so schön gestempelt ist und einfach so, ihr wisst, was ich meine, einfach so ein zusammenhängendes Bild im Endeffekt ist. Also finde ich ganz, ganz klasse Idee auch. Vielen lieben Dank, liebe Nathalie. Und von den Farben müsste es Petunien, Pink und ich denke Südseesommer sein. Das ist ja auch ein Designerpapier aus dem Jahreskatalog. Dann die nächste Karte. Ich habe hier so viele Karten liegen. Ich muss gerade schauen, dass sie mir nicht runterfallen. Ist von der lieben Manu. Schönen Geburtstag hat sie hier gestempelt. Und das finde ich auch eine ganz tolle Idee, um Reste zu verwerten. Denn die Manu hat eins gemacht. Also das sieht man jetzt sicher in der Kamera nicht, aber das sind lauter Papierstreifen, die sie hier draufgesetzt hat. Und ich kenne das oft so mit Designerpapier, dass man da irgendwelche schrägen Papierstreifen sich einfach hier draufsetzt, aber mit Farbkarton und dann in dieser Längsrichtung finde ich das richtig klasse. Und die Streifen haben alle eine unterschiedliche Breite und ich finde das eine tolle, tolle Idee ja, Papierstreifen für Papierreste, weil die haben wir alle zu Genüge. Und ihr seht, da kann man so tolle Karten draus zaubern. Also ich bin immer wieder fasziniert auch davon. Sie hat hier noch was Süßes hierher gestempelt. Und innen hat sie ihren Gruß versteckt. Und also ich finde es auch eine mega Idee, einfach hier diese Papierstreifen einfach so zu verwenden. Und gerade dadurch, dass die nicht gleich sind und auch von, also ihr seht, da ist, glaube ich, keiner. Ich glaube, die zwei sind vielleicht gleich und der könnte noch so halb abgeschnitten gleich gewesen sein. Aber die sind alle unterschiedlich breit. Ich finde es richtig klasse, das so zu machen. Also mega Idee. Vielen lieben Dank, liebe Manu. Tolle Idee. Dann die nächste Karte ist von der lieben Kerstin. Die hat hier auch mit den neuen In-Color-Farben gearbeitet. Oder ja, so ganz neu sind die ja schon gar nicht mehr. Und hat hier ganz toll so filigrane, ausgestanzte Zweige hinter einen Spruch gesetzt. Und wenn man die Karte aufmacht, das ist wie so ein, also so der erste Eindruck war wie so ein kleines Buch eigentlich. Denn man kann hier die Seiten weiterblättern und sie hat hier auf jeder Seite, also das ist wahnsinnig viel Arbeit auch, hat sie was gestaltet, dreidimensional noch aufgesetzt, hier diese Blüten. Dann hat sie hier geprägt auf den zwei Seiten, hat hier auch nochmal Blüten dazu gesetzt, ein schönes Etikett mit einem Spruch drauf, hier auch. Hier gibt es so ein ganz, ganz tolles Bild, weil das auch gleich, also gleichartig ist auf beiden Seiten mit dem geprägten, mit den Blüten und auch das gleiche Etikett hier von der Form her. Und wenn man weiterblättert, hat sie hier nochmal diese Blütenranke. Und ihr seht hier in der Mitte eine Falz und man kann das nämlich ganz, ganz toll aufstellen und hat das einfach, das lässt sich jetzt natürlich schwer zeigen, lässt sich so aufstellen oder man kann natürlich das auch blättern dann. Also ich finde ich auch eine mega Idee, einfach das als Aufstellkarte zu machen. Und es macht einen ganz, ganz tollen Effekt, wenn man halt einfach die Karte aufmacht und hier einfach
erstmal durchblättern kann und dann natürlich das Ganze auch aufstellen kann. Und da hat man natürlich, wenn man das so hinstellt, diese zwei Seiten so in der Mitte, ja, und kann aber trotzdem die zwei anderen auch noch ansehen. Also ich finde das eine mega Kartenform auch. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin, für die tolle Karte. Dann die nächste Karte ist von der lieben Babsi. Das ist eine ganz große Karte. Sie hat mir hier hinten noch eine Tuchmaske. Die nehme ich jetzt bloß mal auf die Seite. Dann kann ich die Karte besser zeigen. Sie hat hier eine ganz große Karte gewerkelt. Ich habe so eine ähnliche schon mal gemacht in einem kleineren Format, aber groß ist die natürlich noch eindrucksvoller. Und sie hat sich hier mit einem Band verschlossen, weil dann natürlich auch diese Maske hier festgehalten wird. Und hat sie außen mit Designerpapier oder verschönert. Ich muss jetzt bloß hier mal noch schauen, dass ich den Spruch abdeckt, denn ich zeige euch nochmal den Mechanismus. Und zwar kann man die so aufklappen und das ist eine richtig, richtig große Karte. Prädestiniert natürlich für so ein Designerpapier, was so einen einen Verlauf hat, einen Hintergrund hat. Und sie hat das hier ganz, ganz toll integriert. Das ist ja dieses Designerpapier, ich meine meisterhafte Werke hat es geheißen. Das gibt es leider nicht mehr. Aber das hat in sich so einen Look wie so gerissenes Papier. Also da sieht man diese, also das ist Designerpapier hier. Das hat gerissene Kanten, die da so verarbeitet sind. Und auch hier diese Berglandschaft ist hier so in diesem gerissenen Look, sag ich mal. Und sie hat das Ganze jetzt ergänzt, auch mit einem gestempelten Spruch. Das hat sie auch so gerissen, um den Look hier vom Designerpapier wieder aufzugreifen. Also ich finde das auch ganz eine witzige Idee. Auch dieses Flugzeug hier, das schaut so aus, als wenn das hier so in dieser Risskante sozusagen rausschweben würde, ist aber aufgeklebt. Also ich finde es total witzig hier, diesen Effekt. Total schön. Also, und hier hat sie noch Geburtstagssprüche. Hier auf den Boden sozusagen von der Karte. Und die Glückwünsche, ich muss bloß gerade schauen, wo sie sind, die hat sich hier auf die Rückseite im Endeffekt geklebt. Also das heißt, man kann hier super seine Glückwünsche drauf machen und die Aufstellkarte aber trotzdem so hinstellen, sich nochmal ins Regal. Also ich finde das auch eine mega Karte, vor allem in dieser Größe. Super natürlich auch, wenn jemand zum Beispiel ganz viele Unterschriften irgendwo unterbringen mag. Für irgendwelche Gemeinschaftsgeschenke, das sind natürlich solche Karten prädestiniert dafür. Das müsste normal, also so ein 30,5 x 30,5 Bogen sein. Also aus dem ist der gewerkelt. Richtig tolle Idee auch. Vielen lieben Dank, liebe Babsi. Dann die nächste Karte ist von der lieben Silvia. Die hat mit den Gänseblümchen hier gearbeitet. Gänseblümchen. Geburtstagsblumen für dich. Und leider hat die Post hier ein bisschen geschlampert und hat da irgendwie, also die Ecke hat es hier leider lädiert, Silvia. Es tut mir leid, aber ich war es nicht. Also es kam leider schon so an. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine wunderschöne Karte. Hier im Hintergrund hat sie die 3D-Präge vom Perlenkreise verwendet. Die finde ich ja auch so klasse. Und da die Gänseblümchen dazu, sie hat sie hier noch beglitzert mit Wink of Stella. Und hat die hier übereinander gesetzt. Also richtig, richtig schön. Und sie hat sie zweifach übereinander gesetzt. Ich habe euch beim bei der Kartentauschaktion zum Weltkartenbasteltag, ich kann euch das unter dem weißen i hier auch nochmal verlinken, da habe ich euch, oder da waren auch zwei Gänseblümchenkarten dabei mit nochmal einem anderen Effekt. Und sie hat jetzt hier im Endeffekt drei Blüten übereinander gesetzt. Also einmal diese Grundform, dann in Weiß, diese mit den Perforationen und dann diese Blütenblätter in Rot nochmal drüber. Also macht auch einen ganz, ganz tollen Effekt, weil das dann einfach noch mehr Tiefenwirkung hat. Vielen lieben Dank für die tolle Karte, liebe Silvia. Dann die nächste Karte ist von der lieben Angela.
Sie hat hier ganz edles Papier verwendet. Das hat wie so einen Perlglanz. Ich glaube, man sieht es in der Kamera auch ganz, ganz, ganz gut. Und sie hat hier mit so einem Büttenrand-Quadraten, hat sich hier einfach Designerpapier so versetzt aufgesetzt. Und dann diese tolle Stanzform aus dem Set Florale Freundschaft, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wie es heißt, hat sie hier noch aufgesetzt. Und ich finde, genau die macht so dieses gewisse Etwas hier noch aus. Und da passen jetzt natürlich hier diese filigranen Blätter, die sie hier ausgestanzt hat, in Weiß und in einem Goldfolienpapier. Und auch dieser Zweig, das passt natürlich ganz, ganz toll dazu. Also das ist eine Karte, die ist so edel. Mit dem Designerpapier, das macht auch nochmal so ein gewisses Etwas und eben, wie gesagt, diese filigranen Stanzformen hier. Also ganz, ganz toll. Und ich zeige es euch noch von innen. Sie hat hier noch einen Spruch nochmal, auch mit dem gleichen Büttenrand. Rand hier, Stanzform, Rand, so wollte ich sagen, reingemacht. Und auch hier nochmal gestempelt hier in das Blatt auch nochmal einen Spruch. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen lieben Dank, liebe Angela. So, ich muss das gerade improvisieren. Der Akku von meiner Kamera war nämlich leer. So, genau, dann geht's weiter mit einer tollen Karte von der lieben Heike. Zum Geburtstag heißt sie und sie hat hier so eine Karte gemacht mit so einem, wie so einem Buch Einband sozusagen. Da habe ich euch auch schon mal eine Idee dazu gezeigt. Hier ein ganz tolles Band, das natürlich super schön hier dazu passt. Und sie hat hier alles mit weißer Tinte hier aufgestempelt. Auch nochmal, das sind so Ornamente, so Parsley, oder? Nennt man diese Muster. Also ganz, ganz toll. Hier in Rot. Das müsste Chili sein und hier eben in Weiß aufgestempelt. Also finde ich auch ganz toll, einfach nur diese Farbkombination im Endeffekt vertauscht für den Rand und für den Kartenaufleger. Ein schöner Geburtstagsspruch, der auch ganz, ganz toll ist, finde ich so von der Machart hier. Unten ist er wie so gestreift, die Schriftart, und oben durchgängig. Ganz, ganz toll. Und ich schau mal. Was reinlegen. Sie hat hier auch einen ganz, ganz tollen Spruch noch reingestempelt. Zum Geburtstag wünsche ich dir Sonnenschein, Regenbögen, Liebe und ganz viel Glitzer. Und hier auch nochmal diese Ornamente hier. Und auch eine ganz, ganz tolle Geburtstagskarte, finde ich. Vielen lieben Dank. So, dann habe ich eine Karte von der lieben Annette bekommen. Die hat hier diese lustigen Hühner hier verwendet, hat hier was geprägt, hat hier noch so ein ganz zartes Seidenpapier in den Hintergrund gesetzt. Ich weiß nicht, ob das die Kamera natürlich so einfangen kann, aber im Echt macht das einen ganz tollen Effekt. Und ich schaue gerade mal innen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu zeigen hier. Da hat sie auch nochmal dieses, dieses tolle, lustige Huhn mit dem Geburtstagskuchen hier reingestempelt und auch koloriert hier. So, müssen wir hier so zumachen. Genau. Vielen lieben Dank, liebe Annette. Dann die nächste Karte kommt von der lieben Uli. Das ist auch eine ganz lustige Karte mit Tieren drauf, mit so einem, ich glaube, das ist ein Lama oder ein Alpaka. Dann hier. Und dem Pinguin. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Karte. Im Endeffekt, ich muss gerade schauen, wo der Gruß versteckt ist. Moment, dass ich den abdecken kann. Ah, ja, ich weiß, wo er ist. Genau, das ist eine Karte nämlich, die im Endeffekt so eingeschnitten ist. Ich zeige es euch mal von komplett aufgeklappt sozusagen. Also das ist wie so eine, ich würde sagen, Treppe. Auch von hier nochmal. Upsala, das habe ich da verknickt. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Und auch im Endeffekt von hier, von dieser Ansicht her. Also, und wenn man die natürlich so zusammenklappt, dann hat man hier diesen Effekt. Und der Gruß, der ist nämlich nicht irgendwo hinten oder vorne versteckt, sondern der versteckt sich wie eine Art Lesezeichen hier drinnen.
Genau. Also hier mit so einer Lasche hier oben und dann kann man die, also hier ist nochmal so eine Tasche aufgesetzt, ich stecke sie zurück rückwärts rein und dann kann man den Spruch hier einfach verstecken oder man könnte hier sogar ein Lesezeichen verstecken. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz tolle Idee, da einfach ein Lesezeichen noch zu integrieren. Die Tiere, die sind wirklich total witzig, oder? Vielen lieben Dank, liebe Uli. So, dann die nächste Karte. Ich muss spicken, ich muss bloß die Banderole aufmachen, dass ich sie nochmal zusammenstecken. Die ist von der lieben Vanessa, die auch eine ganz besondere Kartenform gemacht hat und uns da inspirieren möchte. Ein für dich hat sich ja auch mit den naturverliebten Kreisen, also ich finde die auch total schön mit diesen Ausstanzungen. Hier hat sie ein Weihnachtspapier verwendet, aber das sieht man ja nicht. Auch für eine Geburtstagskarte kann man das super verwenden. Ich sage mal, auch Weihnachtspapier kann man unter dem Jahr so schön verarbeiten, verwenden. Und sie hat hier mit dieser 3D-Prägeform Fliesen im Antique-Look. Die hat sie hier hinten noch verwendet und hat sie auch mit Tinte noch bearbeitet, sodass dieses Muster sozusagen noch erhabener rauskommt. Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach mal die Banderole ab, dann sieht man das nämlich noch schöner. Also die hat erhabene Bereiche, sage ich mal, und Bereiche, wo sie nicht so tief prägt, diese Form. Und da kommt dieser Antique-Look eben her. Also ich finde die Prägeform auch total schön. Und wenn man die Karte jetzt aufmacht, dann ist es wie eine Art, wie hat sie geschrieben? Tribünenkarte. Schaut mal. Also auch ganz, ganz toll. Ich weiß natürlich nicht, ob der Effekt in welcher Lage der am besten rüberkommt. So vielleicht. Und also das ist eine Treppenkarte im Endeffekt und hier nochmal eine extra Treppe hier in der Mitte. Also ich finde die mega mäßig, diese Karte. Sie hat hier jede einzelne Stufe nochmal extra bestempelt mit Zweigen und natürlich zum Geburtstag herzlichen Glückwunsch und beste Wünsche hat sie hier noch dazu gestempelt. Ein bisschen Glitzis und mehr braucht diese Karte nicht, weil ja auch das Papier hier so aussagekräftig ist und natürlich diese Kartenform. Also ich finde die total genial. Richtig schön. Ist auch so eine Karte, die kann man tausendmal auf und zu machen und dann mitspielen. Also ich finde die richtig klasse. Vielen lieben Dank, liebe Vanessa, für diese tolle Inspiration. So. Wieder herschieben. Dann die nächste Karte. Ich spicke mal eben wieder schnell. Die ist von der lieben Marina. Die hat hier mit den tollen Lavendelblüten gearbeitet. Die finde ich ja auch, ich finde die Lavendel-Serie so schön. Ist aus dem Jahreskatalog. Geburtstagsgrüße hat sie hier vorne drauf gestempelt. Und auch hier nochmal ein Designerpapier. Auch eine ganz tolle Idee. Einfach nochmal ausgestanzt als Etikett und dahinter gesetzt als Hintergrund, um diesen lila Designerpapier-Hintergrund nochmal aufzulockern. Und hier auch ganz, ganz tolle, zarte, ausgestanzte Blüten noch dazu. Also finde ich super. Und wenn man diese Karte jetzt aufmacht, ich decke hier auch mal noch mal kurz die Grüße hier ab. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Karte. Ich muss es so machen. Oder ich hole mein Post-it. Moment. So, dann kann ich euch das nicht besser zeigen. Ich habe bloß keine so großen Post-its oder Haftnotizzettel. Das ist auch eine ganz tolle Kartenform wieder. Schaut mal, wenn ihr von oben drauf schaut. Es ist eine ganz, ganz tolle Aufstellkarte und ich zeige es euch jetzt mal von hier nochmal. Sie ist anders als die von der Kerstin, hat aber auch zwei so, wie soll man das sagen, das ist fast wie ein Fenster, oder? Hier hat sie ganz, ganz toll diese malerischen Blumen, diese 3D-Prägeform hier in die Mitte gesetzt, hier an diese Elemente und hat hier das Lavendelpapier auch mit dieser Prägeform hier kombiniert sozusagen. Und so kann man dann natürlich einen schönen Spruch unterbringen. Vergiss die Welt und genieße deinen Tag. Das ist auch ein ganz, ganz toller Spruch. Hat hier diese tollen Lavendelrispen nochmal gestempelt. Und hier hat sie ihren Gruß oder ihre Glückwünsche drauf geklebt. Und so habt ihr eine ganz, ganz tolle Aufstellkarte auch noch. Und wenn man die aufmacht, ist der Effekt einfach schon ganz, ganz toll.
Also auch eine Megakarte. Vielen lieben Dank, liebe Marina. Ach, so schöne Inspirationen. Dann habe ich eine Karte von der lieben Sandra bekommen mit ganz vielen Sternen. Und die hat auch einen ganz, ganz tollen Effekt. Hier diese Sterne, hier diese weißen, die sind mit weißem Embossing-Pulver embossed, auch der Spruch hier. In dieser Karte stecken so viele gute Wünsche, wie Sterne am Himmel stehen. Das ist ein Spruch aus einem Weihnachtsset, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Das verwende ich nach wie vor immer noch gerne. Und ich habe sie gefragt, was das hier ist, weil wenn man von der Haptik hier drüber geht, das ist nicht kein Washi-Tape, das ist was ganz anderes. Und ich habe sie dann gefragt und sie hat gesagt, das ist ein aufklebbarer oder aufklebbar war es, glaube ich, ein Stoff, den sie gefunden hat und einfach einen Streifen hier mit integriert hat. Und das ist natürlich auch eine mega Idee, verschiedene Materialien miteinander zu kombinieren. Also hier Stoff mit Papier, Embossing und schon hat man eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Karte. Also ich finde das ganz toll und gerade auf diesem marineblauen Hintergrund kommt es natürlich super zur Geltung. Und sie hat mir auch hier ganz viele Sternchen hier noch reingestempelt. Also einfach ringsum. Kann ich das so zeigen? Ja, so. Genau. Also eine richtig schöne Sternenkarte mit ganz vielen guten Wünschen. Vielen Dank, liebe Sandra. Dann habe ich hier, das muss ich auch irgendwie abdecken, weil da ist der Spruch nämlich vorne sichtbar, eine ganz, ganz tolle Karte, auch wie so eine Treppenkarte von der lieben Antje. Ja, dass ich nichts Verkehrtes sage. sie hat hier mit diesen tollen Schmetterlingen gearbeitet und hier so ein paar auflockernde Sprenkel dazu gesetzt. Das sind auch so Büttenrandquadrate hier. Und das ist eine ganz tolle Karte, die man natürlich auch super, super aufstellen kann. Ich zeige sie hier euch von allen Seiten mal. Wishing you a beautiful birthday. Und hier hat sie das Designerpapier Wildblumendesigns verarbeitet und hier auch noch ein Schmetterling aus den Sketch Butterflies. Das ist aus dem Set. Die Schmetterlinge sind, glaube ich, aus einem anderen Set. Und hier hat sie auch nochmal, wie machen wir das hier, auch nochmal einen Schmetterling hergestempelt. Und das gleiche Quadrat sozusagen auf diese Stanzform hier verwendet. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Aufstellkarte. Vielen lieben Dank, liebe Antje. Dann habe ich hier eine ganz kleine Karte, die aber ganz schön hier in die Tiefe geht und deswegen ja zum Aufklappen ist. Die ist von der lieben Uli. Die habe ich von meiner Familie geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und die hat ein Kartenformat, das ist 7,5 cm. Durch diese Falz ist sie hier ein bisschen höher. Mit einer Banderole eben verschlossen hier und man kann die ganz toll aufklappen. Schaut mal her. Ich habe so was Ähnliches wie eine Raupenkarte schon mal gemacht. Sie ist allerdings hier nicht in allen Teilbereichen sozusagen auf beiden Seiten aufzuklappen wie eine Raupenkarte, sondern immer nur auf eine Seite. Und ich finde es auch eine ganz tolle Idee. Hier sind aufgesetzte Taschen, wo einfach noch ein Kärtchen Platz hat. Nämlich 3 Stück. Hier in der Mitte hat sie oder haben sie ihre Grüße draufgeschrieben. Das habe ich jetzt umgedreht. Und genau, also eine ganz tolle Kartenform, eine ganz witzige Kartenform, finde ich, hier mit den süßen Nilpferden hier. Mit den süßen Hippos. Und so kann man sie wieder zuklappen und einfach aufrollen. Ich sage jetzt mal Aufrollkarte oder wie sagt man da dazu? Und dann mit der Banderole wieder verschließen. Also ich finde die auch mega. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch eine Karte von der lieben Ruth. Das ist auch eine Herbstkarte. Das ist dieses Herbstpapier aus dem letzten Jahreskatalog, glaube ich, vom letzten Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und die Ruth hat auch eine ganz tolle, besondere Kartenform gemacht. Und zwar hat sie hier erst einmal dieses Herbstpapier eben verwendet. Da ist ja so eine ganz tolle Szene auch mit diesem Birkenwald sozusagen mit dabei. Hoch sollst du leben. Und sie hat bloß gesagt, hier hätte sie noch
einfach entweder ein kleines Band oder so eine kleine Eingriffsmulde, dann geht es hier besser. Aber die ist mega. Schaut mal, das ist nämlich eine dreifache Wasserfallkarte hier. Schaut mal. Mega, oder? Sie hat hier, ich glaube, das kann man aber gar nicht sehen wirklich. Sie hat hier in der, ja, ich weiß nicht, ob es in der Kamera sichtbar ist, auf jedes Kärtchen, was sie hier bestempelt hat mit einem Spruch, hat sie hier noch einen Rand rumgezeichnet, im Endeffekt mit Wink of Stella. Also da glitzert der Rand außenrum auch noch. Aber ich glaube, in der Kamera kann man es jetzt nicht wirklich sehen. Also mega toll, oder? Schaut mal. Oh, super. Na, was hackelt jetzt? Etta. Ich mache es euch nochmal auf und zu. Also im Endeffekt laufen zwei Wasserfälle und der andere läuft umgekehrt rum. Also finde ich auch eine mega Kartenform. Vielen lieben Dank, liebe Ruth. Das waren jetzt die Karten von meinem Team Papiermagie. Dann habe ich einen ganzen Stapel an Karten von der Bastelwerkstatt-Bande gekriegt, die ich euch natürlich auch zeigen möchte. Aber erstmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure tollen Karten, liebe Mädels. Aus dem Team Papiermagie und jetzt natürlich auch aus der Bastelwerkstatt-Bande. Und zwar die Babsi, die hat mir hier diese tolle Kartenform hier gestellt. Ich glaube, da hat sie auch schon mal ein Video dazu gemacht. Die Babsi ist ja meine Teamleitung. Und wie gesagt, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Aufstellkarte. Schaut mal, von der Seite ist es hier wie so eine Zickzack-Basis sozusagen, auf der die Karte steht. Und hier habt ihr diese tolle Pfeilkarte. Sie hat hier auch herbstlich gewerkelt und hier ist sogar noch, das ist jetzt bloß ein bisschen zusammengedrückt natürlich durch die Post, durch den Briefumschlag. Sie hat hier sogar noch so einen getrockneten Zweig hier noch mit eingearbeitet. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Einfach was Trockenes da noch mit rein. Alles Gute steht hier drauf und sie hat hier dieses tolle Herbstpapier aus dem Scrapbook, aus der Scrapbook-Serie hier verwendet. Also auch eine Mega-Karte, oder? Hinten ist drauf Platz für Grüße. Und so hat man auch eine ganz, ganz tolle Aufstellkarte einfach noch. Vielen lieben Dank, liebe Babsi. Dann die nächste Karte ist von der lieben Caro und sie hat ganz witzigerweise dieselbe Kartenform gebastelt. auch mit dieser Basis und auch mit dieser Pfeilkarte. Sie hat jetzt hier dieses, wie hat dieses Set geheißen? Wetterfest, glaube ich, oder? Wetterfest. Und auch dieses tolle Designerpapier, das hat ja so glänzende Regentropfen hier drauf. Das ist auch ein älteres Designerpapier, aber passt natürlich super hier zusammen. Und ich lege euch die zwei Karten mal nebeneinander, wie unterschiedlich die Karten rauskommen, nur mit einem anderen Papier. Ich finde das immer total spannend und interessant, wie sich eine Kartenform verändert, wie sich eine Karte nur durch andere Farben oder anderes Papier verändert. Also mega. Sie hat auch hinten ihre Wünsche drauf geschrieben, hier noch mit Blümchen und mit Wolken, passend hier natürlich zum Designerpapier. Vielen lieben Dank, liebe Caro. Und der ist natürlich auch total witzig. Dann die nächste Karte ist von der lieben Sandra. Und da muss ich auch wieder einmal abkleben. Das ist auch eine besondere Kartenform, die man auch hier so aufstellen kann. Also wie so eine Art Z-Fold-Card, aber sie hat hier noch eine, wie soll ich sagen, Besonderheit, denn da, wo sie ihre Grüße drauf, also sie, es ist diese Karte hier aufgesetzt, die Kartenfront sozusagen, und wenn man weiterblättert im Endeffekt, ist hier nochmal eine Karte aufgesetzt, und zwar hier mit so einem kleinen Pop-Up-Mechanismus. Seht ihr das? Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Und dadurch habt ihr natürlich so einen doppelten Effekt hier oder einen Dreifacheffekt eigentlich. Hier die Kartenfront, hier die zweite Karte und dann nochmal den Hintergrund. Also ich finde das auch eine mega Kartenform, weil man die einfach so schön hinstellen kann. Und ja, also tolle Inspiration auch. Und die Sandra hat hier, wie heißt es jetzt? Elegant Floral, meine ich. Hat sie hier verwendet,
Und hier auch nochmal eine Blüte in einer anderen Farbe hier. Also ganz, ganz toll mit dem Designerpapier dazu, mit dem dazugehörigen. Und ich finde das auch eine mega Kartenidee. Vielen lieben Dank, liebe Sandra. Dann die nächste Karte ist von der lieben PC. Die hat leider einen kleinen Wasserschaden erlitten, liebe Petra. Aber ich kann nichts dafür. Das war im Briefkasten an einem Regentag. Und ich denke, dass der Briefträger mit dem Briefumschlag, da war nämlich der Briefumschlag halb nass. Ich habe mir schon gedacht, oh Gott, ich muss die Karte jetzt sofort rausnehmen aus dem Briefumschlag. Weil sonst weicht mir, oder weicht die ganze Karte womöglich noch da durch und die Tinte verschmiert ja dann auch. Aber es ist nochmal glimpflich abgegangen. Die Karte war im Endeffekt nur hier an den Ecken nass. Zwar hier an allen Ecken natürlich bis hinten durch. Ihr seht es auch hier, hat sie so kleine Dellchen hier durchs Trocknen jetzt. Also ich denke, dass der Briefträger einfach mit dem Briefumschlag irgendwie entweder hat es einfach so geschüttet in dem Moment, ich habe es nicht beobachtet, als er ausgestiegen ist und der Briefumschlag lag ganz oben auf, oder er ist am Deckel vom Briefkasten, bei uns ist der nämlich im Freien, irgendwie entlang gestriffen mit dem obersten Briefumschlag hier und dann hat es ihn erwischt. Also Petra, es tut mir leid, aber höhere Gewalt, würde ich sagen. Aber deine Karte ist trotzdem wunderschön und ich habe mich total gefreut. Dieses Set findet ihr auch im Jahreskatalog. Und sie hat hier dieses tolle Designerpapier verwendet. Ich glaube, es ist jetzt wieder im Ausverkauf. Und ich liebe das ja mit diesem Grün und mit diesem Frieschenlila, mit diesen Lilatönen hier. Und sie hat hier auch die naturverliebten Kreise hier dazu genutzt. Auch ganz, ganz toll auskoloriert. Schaut mal. Ganz, ganz toll. Und ja, ich kann es, glaube ich, so aufmachen. Sie hat hier auch eine mega tolle Kartenform, finde ich. Also leider, wie gesagt, sieht man hier den Wasserschaden ein bisschen. Da hat es einen gelben Fleck erwischt. Und hier auch ein bisschen. Da hat sich irgendwie das Papier verfärbt. Es ist aber relativ gut getrocknet. Ich habe gleich alles abgetupft und so weiter. Oh. Schade. Ja, also ihr habt hier zwei Einstecktaschen im Endeffekt, wo die Petra oder die Petze dieses Papier nochmal umgeklappt hat und da die Rückseite dann rauskommt. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Kartenform, finde ich, um Designerpapier in Szene zu setzen. Und es haben hier zwei Kärtchen einfach drin Platz. Ohne Ton, aber von Herzen. Und hier seht ihr, hier hat es auch ein bisschen vom Wasser her die Tinte ein bisschen verwischt. Und im zweiten hat sie hier einfach nochmal ihre Grüße reingeschrieben. Und da hat sie das dritte Tier aus dem Stempelset, hier seht ihr das auch, ist die Tinte ein bisschen verwischt, hat sie hier verwendet hier. Genau, und so habt ihr eine Umschlagkarte im Endeffekt mit zwei Taschen. Da könnte man super auch einen Gutschein zum Beispiel unterbringen. Also auch ganz, ganz tolle Karte. Vielen lieben Dank, liebe Petze. Die Schleife mache ich nachher wieder zu. Dann habe ich hier eine Karte von der lieben Barbara. Die hat auch eine ganz, ganz tolle Karte gewerkelt. So eine Pop-Up-Diorama-Card. Ich habe die schon mal in quadratischer Form gezeigt. Ich kann euch das auch hier oben unter dem weißen I nochmal verlinken. Sie hat es im C6-Format auch als herbstliche Karte gemacht und ich finde die auch wunderschön. Ich habe mir hier der tolle Fliegenpilz hier. Das sind auch diese Punkte erhaben. Ich denke, dass sie die irgendwie mit diesen Basic-Perlen-Effekten gemacht hat. Und auch hier diese Vorderseite ist nochmal geprägt extra. Und hier eben ein herbstliches Designerpapier dahinter. Also finde ich auch ganz, ganz toll. Und sie hat hier, ihr seht spiegeln hier in der Kamera, nochmal eine Klarsichtfolie dahinter geklebt. Ganz viel Glück, das passt natürlich hier super zum Fliegenpilz. Und hier hat sie auch nochmal was geprägt hier hinten. Da sind zwei so Herzen mit dran an diesem runden Zweig auch. Die hat sie noch koloriert. Also die Barbara, die steckt da auch mal ganz, ganz viel Liebe zum Detail rein, auch dieser Stiel hier vom Pilz ist nochmal extra mit koloriert, der Farbkarton. Und sie hat auch einen ganz, ganz tollen
Spruch hier noch reingeklebt und auch hier, schaut mal, auch nochmal mit, ich weiß nicht, ob ihr es seht, mit Goldglitzer embossed. Die Kamera kann es gar nicht so schön sehen, wie es im Original ist. Und hier natürlich ein Glücksblatt noch mit dazu. Also ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, liebe Barbara. Dann die nächste Karte ist von der lieben Franny. Auch eine ganz tolle Kartenform, finde ich. Sie hat hier mit dem Designerpapier Wildblumen Designs gearbeitet. Sie hat hier auch diese tolle Blüte nochmal vorne drauf gesetzt. Hier noch beglitzert mit Wink of Stella und auch so ganz zarte Zweige noch dahinter gesetzt. Ich glaube, die sind von der Rahn Rose, wenn ich mich nicht täusche, die Zweige hier. Auch hier ist nochmal was dazwischen. Und wenn man auch der Rahmen ist nochmal geprägt. Also diese Karte ist auch total aufwendig im Endeffekt, weil sie so viele Details auch hat. Das ist diese Prägeform Basics. Und wenn man sie aufmacht, hat sie hier nochmal eine Karte in der Karte im Endeffekt. Ich lege mal hier auch was rein. Und die kann man nochmal aufklappen. Da hat die Franny hier nochmal gestaltet, so wunderschön. Auch mit der Blüte nochmal ein Streifen Designerpapier. Nochmal Blätter gestanzte rein. Und hier hat sie jetzt Platz für ihren Text gehabt hier. Und hier genauso nochmal. Und auch immer nochmal beglitzert die Blütenmitte und die Zweige nochmal rein. Also das finde ich auch eine mega schöne Kartenform. Weil es eigentlich ist es eine Karte in der Karte. Und sie hat, also man kann die ganz, ganz toll hinstellen. Und ich hoffe, ich kann euch das so zeigen. Sie hat so einen mega Effekt einfach durch diesen Rahmen außen, der durchs Aufstellen natürlich ein bisschen weiter hier nach vorne wandert. Und dann hat man hier einfach so eine tolle Dreidimensionalität hier auch von dieser Innenkarte im Endeffekt. Also finde ich auch eine mega Inspiration. Vielen lieben Dank, liebe Franny. So tolle Karten, wirklich. Ich bin immer noch ganz hin und weg und ganz verliebt in alle. Und auch bei jeder Karte waren wunderschöne Umschläge passend eben einfach zur Karte mit dabei. Also ich finde das auch immer ganz, ganz toll. Die nächste Karte ist von der lieben Heike. Die hat mit demselben Designerpapier gearbeitet, allerdings in wilder Weizen dazu kombiniert und Vanille pur. Und sie hat hier dazu auch eine Prägeform kombiniert. Und schaut mal, wie unterschiedlich diese Karten sind. Also ich finde es immer wieder total spannend. Gleiches Designerpapier, komplett andere Karte. Das ist auch so eine 3D-Prägeform. Ich weiß bloß momentan nicht, wie sie heißt. Die hat ganz, ganz viele Blüten drauf. Ich meine, die gibt es sogar auch noch im Jahreskatalog. Und sie ist hier verschlossen mit einem Magneten. Also finde ich auch eine mega Idee, die einfach hier mit so einem Riegel im Endeffekt zu verschließen. Sie hat hier diese tollen Glitzersteine aus dem Jahreshauptkatalog verwendet. Und wenn man diesen Riegel eben öffnet, ich muss hier auch wieder was reinlegen, dann kann man die Karte hier nach oben öffnen. Also finde ich auch mega. Sie hat hier auch nochmal ganz tolle Rose hier gestempelt, auch hier oben und einen Spruch noch reingestempelt. Das ist auch wieder eine Kartenform. Das sind so Funfold-Karten, die machen total schönen Effekt. Also ich bin da auch immer wieder begeistert. Also eine Karte zum nach oben und mit Magnet, mit einem Riegel. Also ich finde die auch mega. Vielen lieben Dank, liebe Heike. Dann die nächste Karte ist auch eine herbstliche Karte von der lieben Anna. Sie hat hier mit der Prägeform, ich meine Tanzendes Laub heißt die. Findet ihr auch noch online. Und mit ganz vielen Herbstblättern hier gearbeitet. Auch ganz, ganz tolle Farben, finde ich. Die Grundkarte im Pfauengrün. Dann kombiniert mit, das müsste eine neue In-Color-Farbe. Glücksgrün ist es nicht. Ich denke, das müsste Sommer, Südseesommer, so heißt es, sein. Und das da könnte das Pfirsichfarbene sein, Pfirsichcreme. Also finde ich auch eine ganz tolle Farbkombination mit Malve. Schmetterlinge und Perlchen dazu. Und die haben auch in sich einfach nochmal. Ja, das ist nicht eine Prägung. Ich glaube, das ist durchgestanzt. Also ganz tolle Blätter auch hier. Und
ich mache euch auch, hier hat sie ihre Wünsche. Ich decke es bloß ab und hier hat sie auch nochmal zwei Sprüche untergebracht und zwei Blätter. Ich finde das auch eine ganz, ganz tolle, interessante Anordnung von so einer quadratischen Karte, dass man sagt, okay, ich nehme einfach dieses Quadrat sozusagen wie so ein geviertelt auch nochmal in innen auf sozusagen. Also ich finde die auch eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen lieben Dank, liebe Anna, für die tolle Herbstkarte. Dann habe ich hier auch nochmal eine Herbstkarte von der lieben Kerstin. Die hat hier einen Drachen hier draufgesetzt. Hier auch nochmal eine Drachenschnur und sie hat hier dieses kupferfarbene Band, das gab es auch, ich glaube, letztes Jahr, meine ich, hat sich hier nochmal, ich hoffe, das sieht man hier, nochmal aufgedröselt sozusagen und hat das hier hingebunden. Also ich finde auch eine ganz, ganz tolle Idee. Hier die Herbstblätter und hier eben der Spruch. Und wenn man das aufklappt hier, das kann man nochmal mit einem Magneten, ihr hört es, ist es hier verschlossen, kann man es nochmal aufmachen und hat dann hier innen ist nochmal, hat sie nochmal gestempelt mit Blättern und nochmal einen Spruch und sogar Perlchen auch noch. Also total schön, das ist wie so eine kleine Drachen-Pop-Up-Karte hier vorne nochmal mit drauf. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Und innen hat sie hier nochmal ein Streifen Designerpapier reingesetzt, das mache ich ja auch ganz gerne, dass ich einfach nochmal was vom Design von vorne aufnehme. Also ich finde, das passt immer oder auch auf dem Briefumschlag. Und das Designerpapier ist auch vom letzten Jahr. Ich glaube, herrlicher Herbst oder irgendwie sowas hat es geheißen, glaube ich. Und Herbstblätter hast hier das Stempelset und auch diese Stanzformen hier geheißen. Also ich mag die auch total gern. Dieses oxidierte Kupfer, das macht ja auch so einen ganz, ganz tollen Effekt hier. Das gibt es, meine ich, online auch noch. Dieses Designerpapier. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Und ich habe noch mal eine Herbstkarte. Und zwar die von der lieben, ich schau mal schnell, Beate war die. Ja, genau, richtig. Und sie hat auch diese Pop-Up-Diorama-Card gemacht. Genauso wie die Barbara. Und ihr seht, die kommen, oder sind auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Sie hat hier auch Designerpapier verwendet. Mit dem aus dem herrlichen Herbst. Da gibt es eins, das sind Bäume so von oben fotografiert sozusagen, die ganz herbstlich bunt sind. Und sie hat es hier aufgegriffen mit den Blättern und hat die auch ganz, ganz herbstlich bunt hier gemacht. Auch diese gewebten Blätter nochmal dahinter gesetzt. Und die kann man halt einfach toll hinstellen, auch diese Diorama-Karten. Auch geprägt hier und auch in diesem C6-Format. Genau. Ich schau mal schnell. Innen, da muss ich bloß auch abdecken. Da hat sie auch nochmal gestempelt hier mit Blendingpinsel oder mit Fingerschwämmchen auch nochmal. Dann hat sie hier nochmal diese, also das ist auch total aufwendig gemacht. Wahnsinn. Diese Herbstblätter nochmal. Ich denke, das ist mit Baby-Wipe-Technik oder sie hat es aufgetupft mit Fingerschwämmchen, könnte ich mir vorstellen. Und sie hat auch, muss mal schauen, hier, genieß deinen Tag, den Spruch, den hat sie in dreierlei Farben abgestempelt. Also finde ich auch einen tollen Effekt, einfach diese Farben hier nochmal im Spruch aufzunehmen. Also macht auch einen ganz, ganz tollen Hingucker einfach nochmal auch. Ich muss die bloß immer ein bisschen hinknicken. Vom Briefumschlag sind die natürlich immer ein bisschen flach gedrückt. So, aber so steht sie. Super, gut. Vielen lieben Dank, liebe Beate, für die tolle Herbstkarte. Dann habe ich eine Karte bekommen von der lieben Pepe. Die hat hier auch mit diesem Wildblumendesign gearbeitet. Diesmal, witzigerweise, sind alle drei Karten mit diesem Designerpapier in unterschiedlichen Farben gestaltet. Finde ich auch klasse. Hier in Abendblau, viel Glück und Gesundheit hat sich hier vorne drauf gestempelt. Und auch hier die naturverliebten Kreise. Da hat sie ein Designerpapier ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist wie so ein Leinenstoff, oder? Dieses Designerpapier macht sich ganz, ganz toll mit diesem geprägten Rand hier von dieser Stanzform. Und hier auch diese Spotlight and Nature, diese Blüte hier. Hier hat sie noch ein paar Zweige mit Pergament und mit Weiß dazu gesetzt. Und auch eine ganz, ganz tolle Karte. Und ich zeige sie euch innen auch noch.
Hier hat sie diesen tollen Schmetterling auch reingestempelt. Also auch eine ganz, ganz tolle Karte. Da kommt einfach das Designerpapier auch so schön zur Geltung. Vielen Dank, liebe Pipi. Dann habe ich hier eine Karte von der lieben Sarah. Glückwunsch steht da vorne drauf. Das Designerpapier ist auch, meine ich, von der Floralen Freundschaft. Oder hat es so ähnlich geheißen? Es gibt, meine ich, oder? Ich glaube, es gibt sogar noch online. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Kartenform, die man aufstellen kann. Ich mache sie euch mal auf. Und schaut mal, das sind auch wie lauter so aufgesetzte Treppen im Endeffekt. Und die kann man natürlich auch mega schön so hinstellen. Ich drücke sie auch mal noch so zurecht, dass die hier möglichst einen rechten Winkel hier hat, weil dann kommen natürlich hier diese Treppen auch einfach regelmäßig zur Geltung. Also ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so schön einfangen kann, wie es eigentlich ist. Also auch eine ganz, ganz tolle Kartenform. Und sie hat, also das ist keine Karte zum Aufklappen, sie hat hinten ihre Sprüche drauf und auch nochmal gestempelt hier. Aber ich finde, das braucht es auch bei dieser Karte gar nicht, dass man da noch extra was zum Aufklappen hat sozusagen, weil man kann das wunderbar die Rückseite hier auch eben verwenden zum Beschriften und hat dann einfach vorne noch was, um sich das ins Regal zu stellen. Also hier auch eine ganz, ganz tolle Kartenform. Vielen lieben Dank, liebe Sarah. Dann muss ich hier noch auspacken und ihr hört schon, das ist eine Schüttelkarte von der lieben Nadine. Gruschel, gruschel. Jetzt bin ich soweit. Und die Karte, die hat mir im Video schon so gut gefallen. Die hat die Babsi schon gezeigt beim Teamgeist. Und bei der Nadine gibt es inzwischen auch ein Anleitungsvideo auf ihrem Kanal Hängebauchmaus. Und sie hat hier diese Stanze, süße Sternchen als Blüte verwendet. Und als Schüttelkarte auch noch. Also wie toll ist das, oder? Und diese Farben, die sind richtig schön. Und jetzt hat sie mir die zum Geburtstag geschickt. Als wenn sie geahnt hätte, dass ich die so toll finde. Ich habe mich riesig gefreut. Und schaut mal, wie toll sie diese Blütenmitten hier gestaltet hat. Ich mache mal die Schüttelperlen einmal so rum und einmal so rüber, dass ihr das seht. Also es ist megamäßig auskoloriert hier. Also so toll, so schön. Also gerade auch mit dem Weiß und da braucht es gar nicht viel drum rum, um diese tolle Blüte hier in Szene zu setzen. Sie hat auch hier, wenn ihr ganz genau schaut, das nochmal ganz, ganz leicht koloriert hier am Rand. Megamäßig. Diese Blumen blühen nur für dich. Oh, so schön. Spruch und doch, ich kann es euch hier zeigen. Sie hat hier gestempelt und hat mir nochmal einen extra Einleger mit ihren Grüßen reingelegt. Und hier auch ganz toll diese Zweige einfach nochmal reingestempelt. Und mehr braucht es auch innen gar nicht. Also tolle, tolle Sprüche auch hier. Genau. Also das ist auch eine mega, mega Karte. Also das macht so einen schönen Effekt. Super, oder? Ah, vielen lieben Dank, liebe Nadine. Ich habe mich sehr gefreut. Dann habe ich soweit, hoffe ich, niemanden vergessen. Das waren die Karten der Bastelwerkstattbande. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Mädels. Also Megakarten auch. Also ich bin sprachlos immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal angeschaut, die schönen Karten. Ich schwelge immer noch. Und dann habe ich noch ein paar Karten von lieben Freundinnen und Kundinnen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und hier habe ich eine tolle Karte von der lieben Marion. Das ist eine ehemalige Kollegin aus der Bastelwerkstattbande, mit der ich immer noch ein bisschen Kontakt habe. Und die hat mir auch eine so schöne Geburtstagskarte geschenkt. Also ihr seht, die ist jetzt hier flach. Auch der Briefumschlag, ich versuche euch mal das zu zeigen. Also Briefumschläge von der Marion sind, ich muss hier bloß Adresse verdecken, immer mega mäßig. Schaut mal. Also da ist allein der Briefumschlag schon ein Erlebnis. Also wirklich. Und sie hat hier verschiedene Sets miteinander kombiniert und das finde ich
so schön. Die Marion kombiniert wahnsinnig schön. Und ich muss hier auch mal nochmal zurechtbiegen. Das ist auch so eine Pop-Up-Diorama-Card. Sie hat es jetzt im quadratischen Format gemacht. Sie hat hier eine Stanzform verwendet, hier mit Zweigen. Die passt hier natürlich super, super schön. Sie hat hier das herzige Häuschen kombiniert mit einem Spruch draus. Finde ich auch ganz, ganz toll. Auch hier arrangiert mit dem Herz hier aus dem Designerpapier ausgestanzt nochmal und beglitzert hat sie es hier nochmal. Also die Marion hat hier auch wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Dann hat sie hier die Vögel, die auch teilweise glitzern. Ich glaube, hier sieht man es ein bisschen am Bauch glitzern, die nämlich eben auch hier am Schopf. Auch ganz, ganz toll kombiniert, koloriert, so wie wollte ich sagen, und kombiniert mit einem ganz tollen Designerpapier hier hinten dran. Also ganz, 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 ganz toll. Wirklich mega Karte. Und wo ist mein Grundweißes? Hier hat sie auch eine ganz tolle Idee noch, finde ich. Sie hat hier so einen ganz kleinen Mini-Briefumschlag. Die gibt es auch bei Stampin' Up. Hier einfach noch mit so einem kleinen Tag verschlossen sozusagen, dass es wie so ein Riegel auch ist. Sie hat mir hier ganz liebe Grüße noch reingeschrieben. Auch noch mit einem kleinen Kärtchen und hat hier wie auch so einen Riegel sozusagen hier eingearbeitet, wo dieser Briefumschlag drin steckt. Finde ich auch ganz, ganz toll. Und sie hat hier, ich weiß gar nicht, wie kann ich Ihnen das zeigen am besten, sie hat hier Designerpapier verwendet, ganz, ganz tolles. Es ist ganz zart im Hintergrund und hat da ihren Glückwunschtext drauf geschrieben. Also finde ich auch eine mega Idee. Das einfach so zu gestalten. Also finde ich auch großartig. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Mario. Ich habe mich so gefreut über diese Karte. Vielen Dank. Dann habe ich liebe Post bekommen von der Renate. Die hat mir hier auch eine wunderschöne Karte gezaubert. Renate, ich musste das leider auch nochmal ankleben. Ich hoffe, es war so drauf. Das war nämlich einzeln so verrutscht im Päckchen mit drin. Die Renate hat mir was aus Beton gegossen. Das kriege ich jetzt gar nicht leider aus unter die Kamera. Ein ganz, ganz tolles Licht mit Trockenblumen mit dabei. Das steht jetzt auf meinem Fensterbrett in der Küche und das sehe ich jeden Tag. Und auch eine ganz, ganz tolle Karte. Schaut mal, das sind lauter so ganz filigrane Blüten mit einem Perlchen in der Mitte. Und wie gesagt, diesen filigranen zum Geburtstag. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig angeklebt, Renate. Wenn nicht, dann verzeihst du mir hoffentlich. Und sie hat hier, ich denke, das ist Aquarellpapier. Das hat hier nämlich so ein bisschen Struktur verwendet. Macht auch einen ganz, ganz tollen Effekt. Und hier auch nochmal Herzen hier verwendet und auch da unten. Und hat das Ganze so ein bisschen, ja, Ton in Ton gehalten. Also finde ich auch ganz, ganz edel sozusagen. Und sie hat mir, also wie gesagt, dieses selbstgegossene Licht hier, geschickt. Und Schokolade hilft immer. Und hat mir eine ganz, ganz tolle Schokoladenverpackung hier gezaubert. Und da ist eine Tafel Schokolade drin. Und die werde ich mir bald gönnen, Stück für Stück. Und Schokolade hilft immer. Ja, finde ich auch. Schokolade geht immer. Vielen lieben Dank, liebe Renate, für dein Überraschungspäckchen. Ich habe mich riesig gefreut. Dann habe ich hier auch von einer ganz lieben Zuschauerin, habe ich hier noch ein Überraschungspäckchen bekommen. Und ihr kennt diese Kartons sicher, das ist von den Kreativsets. Ich mag die auch total schön zum Verschenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben so schöne Punkte und Streifen und die kann man super, super anderweitig dann noch verwenden. Und ich zeige euch mal das Papier, das ist eingepackt war. Sie hat hier das Papier auch noch bestempelt, halt, Adresse zeige ich nicht, noch bestempelt mit herbstlichen Grüßen, das Packpapier, und das ist natürlich super, oder? Also mega. Und das Päckchen ist von der lieben Christa und ich mache es jetzt mit euch zusammen mal auf. Und zwar hat sie mir hier ganz viele Sachen geschenkt und geschickt und also ich bin hin und weg.
Sie hat mir hier, wir haben uns nicht getroffen in Rotterdam auf dem Onstage, weil ich da nicht war. Ich konnte da zeitlich einfach nicht. Und sie hat mir hier ihren Swap sozusagen noch geschickt. Mit dem, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so sieht, mit dem Kölner Dömchen, hat sie geschrieben. Ich habe einen ganz lieben Brief noch dazu geschrieben. Also das ist wie so Gummis zum Essen. Dann hat sie hier ein gehäkeltes Lesezeichen noch dazu gelegt. Also das war ihr Swap. Fand ich auch ganz, ganz toll. Wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Dann ist hier dabei auch nochmal was Süßes. Nichts geht über Kaffee. Ja, finde ich auch. Ich liebe Kaffee. Dann, also wie gesagt, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen über dieses Päckchen für dich. Da hat sie so eine ganz, ganz tolle Buchbox hier gebastelt. Auch in herbstlichem Design. Und hier ist auch eine kleine Süßigkeit hier versteckt. Also total süß, auch in dieser Größe, finde ich. Dann hat sie, finde ich auch mega, und ich weiß nicht, wie man das macht. Das ist wie ein Stoffband sozusagen. Ich weiß nicht, ob sie das drauf gedruckt hat oder ob das, ihr kennt doch diese Dymo-Streifen, kann man da auch Stoff einlegen, Stoffband, keine Ahnung. Auf dein Wohl, Andrea, steht hier auf jeden Fall drauf. Also mega, oder? Sie hat hier so eine Schaufensterbox sozusagen gebastelt, hat hier Blümchen noch draufgesetzt. Und wenn man hier dieses Band hier abzieht, also es ist irre viel Arbeit steckt hier dahinter, dann ist es wie so eine Shadowbox sozusagen noch. Und da ist noch ein, das ist ein Flaschenöffner mit einem Magneten sozusagen, den man dann hinmachen kann an den Kühlschrank zum Beispiel. Und da hat sie, es gab von Stampin' Up! Mal ein Set, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat, aus der Celebration. Das hat diesen Bus mit dabei gehabt. Und das hat sie aber, also ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Ja, das ist wahrscheinlich wie eine Buttonmaschine sozusagen. Und da hat sie eine Möwe soll das sein, hier drauf gestempelt, diesen Bus koloriert. Und dieser Bus ist aber mit diesem Designerpapier, wo ist der Deckel, hier sozusagen beklebt. Also da sind die Einzelteile hier ausgeschnitten, draufgeklebt. Und dann ist das Ganze, denke ich, durch diese Buttonmaschine gegangen. Also, und auch hier unten, schaut mal, das hat sie auch nochmal koloriert. Hier oben den Himmel und hier unten den Strand. Und hier sind so ganz kleine Muschelchen noch gestempelt. Also mega aufwendig. Also wunderschön, wirklich. Oh, Christa, du bist der Wahnsinn. Du bist echt der Wahnsinn. Und dann hat sie mir hier auch noch was. Schaut mal, hier kommt noch mal was raus. Der Wahnsinn. Also hier ein selbstgemachter Umschlag. Und ihr seht schon, der ist ganz, ganz dick hier. Und da hat sie mir eine Karte hier rein mit so einem, mit einer halben Rosette. Und die Idee hat sie gesehen bei der Daniela Hödel, hat sie gesagt. Und hier hat sie auch nochmal gestempelt hier unten und gestempelt hier oben. Also Wahnsinn. Also es sieht auch ganz, ganz toll aus. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Pfauenrad, oder? Also mega. Und gerade mit diesem Designerpapier, das wirkt ganz, ganz toll. Das sind ja wie so halbrunde Bögen immer. Ich sehe jetzt auch hier, das ist das gleiche Designerpapier. Also, oh, Wahnsinn. Mega. Ganz, ganz toll. Ich lege es mal auf die Seite. Ich packe es nachher alles wieder ein. Und hier kommt nochmal was raus. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Wahnsinn. Und hier hat sie auch nochmal einen Briefumschlag mit einer Karte. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Lesezeichen. Hier auch nochmal Bücher gestempelt. Hier hat sie auch nochmal auskoloriert. Die Buchseiten sind hier mit einem goldenen Stift. Das ist auch schon wie so ein Goldschnitt sozusagen von so einem ganz edlen Buch. Und hier vorne ist einer, also das,
Das hält hier auch drauf. Also da ist hier ein Magnet eingearbeitet. Und das ist ein Buch, ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt. Also toller Spruch auch. Und das ist auch nochmal ein Magnet-Lesezeichen. Ihr seht es hier oder hört es hier am Klacken. Und auch hier ist, wie gesagt, ein Magnet verarbeitet. Also Wahnsinn, oder? Tolle Idee auch. Magnetlesezeichen auf einer Karte und dann auch nochmal mit Magnet. Also finde ich auch ganz, ganz toll. Liebe Christa, du bist der Wahnsinn, wirklich. Ich habe mich riesig gefreut über dein schönes Päckchen und bin immer noch ganz hin und weg. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich, das zeige ich euch jetzt hier als letztes, ein richtiges Buch hier geschenkt kriegt. Und ihr seht schon, das hat Inhalt, dieses Buch. Das ist auch richtig, man merkt, da ist was drin. Das habe ich von der lieben Angie gekriegt, einer ganz lieben Freundin von mir. Und sie hat mir das auch zum Geburtstag geschenkt und das wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Es ist ein, wie soll ich sagen, ein Verwöhn-Notizbuch. Ich beschreibe es jetzt einfach mal so. Hier steht mein Name auch noch drauf, aus einzelnen Buchstaben ausgestanzt. Und wenn man das aufmacht, es ist mega, ich sag's euch. Kommt hier als allererstes mal eine Handschuhmaske, also für Hände und Nägel raus. Alles mit so einem Einsteckfachchen im aufgesetzten. Dann hier ist nochmal ein aufgesetztes Einsteckfach. Da, das ist einfach ein, ja, denkt daran, also ein Notizzettel. Das ist doppelt hier von der, vom Papier her, dass es einfach stabiler ist. Und sie hat mir gesagt, genau, sie hat diese, diese Text sozusagen immer nur aufgesetzt mit einem Mini-Klebepunkt. Also den kann ich dann abmachen und kann es auch beschriften. Heute ist ein Tag, also der ist hier drin. Dann kann man das Ganze weiterblättern. Hier sind auch nochmal zwei Taschen. Da ist auch nochmal was zur Pflege. Und hier, also man kann da natürlich auch Zettel noch mit reintun, wenn man diese ganzen Pflegeprodukte raustut. Dann ist hier wichtige Termine, wichtige Termine. Ich sag, da kann ich dieses Etikett auch aufmachen. Oder wegmachen. Wichtige Termine, die ich mir hier drauf schreibe. Und dann kann man das Ganze nochmal umblättern. Ein To-Do und Carpe Diem. Und eine Pause darf ich auch machen. Das finde ich total witzig hier. In der Mitte noch die Pause. Ganz wichtig. Und ihr seht, hier kommt schon noch was raus. Also ist es hier nämlich noch nicht zu Ende. Denn ich muss es euch jetzt so zeigen. Hier sind noch wie bei so einer ganz großen Geldbörse, kennt ihr diese Kellner-Geldbörsen, sind hier nochmal zwei Fächer. Und da ist auch nochmal was versteckt, nämlich ein Fußpeeling hier. Halt, das kann man sogar aufklappen. Fußpeeling und Fußmaste. Und hier noch ein bisschen Schoki. Das war natürlich schön. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen noch durcheinander gewürfelt, hier so übereinander gestapelt. Und hier gibt es noch einen Block und auch noch so Haftnotizzettel und ein Stift war hier auch noch mit dabei. Also mega mäßig. Also ich finde das auch ein ganz, ganz tolles Geschenk zum Geburtstag eben, so wie sie es mir gemacht hat, aber auch natürlich zu Weihnachten, wo man einfach was zu pflegen unterbringen kann, wo man Gutschein unterbringen kann. Was kann man dann auch unterbringen? Ihr wisst selber, ein bisschen Tee vielleicht zu Weihnachten. Alles, was flach ist, kann man dann natürlich super unterbringen in diesen Taschen. Da muss ich ein bisschen noch nachkleben. Das hat sich irgendwie ein bisschen gelöst durch die Spannung, weil das relativ dick hier ist. Das klebe ich noch nach, dann passt alles wieder. Und also finde ich ein mega mäßiges Geschenk. Sowas zu kreieren, zu übergeben. Und wie gesagt, die Taschen, die lassen sich ja mit so vielen Dingen füllen. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Angie. Ich habe mich riesig gefreut über dieses Buch. Ja, und ich hoffe,
dass wir euch alle jetzt ein bisschen inspirieren konnten. Das Video ist mega lang geworden, ich weiß, aber es waren so viele tolle Inspirationen und Mädels, ihr seid einfach der Hammer, wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde es noch schwelgen, werde sie nochmal durchschauen und werde sie dann ins Regal stellen und eine ganze, ganze, ganze Zeit lang anschauen und die einfach genießen. Und ihr habt mir eine ganz riesengroße Freude gemacht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch, oder die Mädels, ich nicht, die Mädels konnten euch ein bisschen inspirieren. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und ihr lieben Zuschauer, bleibt kreativ, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, wenn wir wieder basteln. Ciao, ciao!